Und es geht weiter. Wir schauen jetzt mal, was hat man denn gerade gemacht? Hier ist jetzt langsam. Hier geht es in Richtung Tech 2. Abwehr wird von meinem Commander weiterhin gebaut. Bisschen Luft, ein bisschen Boden. Mehr aber auch nicht. Wenn das alles fertig ist. Ach, dann reden wir vorüber. Warum Denken Sie nicht? daran, Champion. Sie müssen nur die Kriegsmaschinerie in der Siedlung ausschalten. Chor Ender. Ist ja gut jetzt. So, Tech 2. Da geht's gleich mal ab. Ihr wollt mich doch alle verarschen, ey. Viermal Luftabwehr kriegt es nicht auf die Reihe, ein einzelnes Spionageflugzeug abzuwehren. Ich brech ins Essen. Es ist Wahnsinn. Also ich werde mir auf jeden Fall eine vernünftige Verteidigungslinie hier hinsetzen. Also hier wird Tech 2 Land, Land, Luft, Luft. Und hier hätte ich, ja, und dann natürlich werden auf jeden Fall auch Energiegeneratoren gebaut mit Tech 2 Schildgeneratoren, dass wir davon auch welche haben. Ne? So, der erste ist fertig. Das erste, was du natürlich machen sollst. Energiegeneratoren bauen. Danach Schildgeneratoren. So. Das würde jetzt natürlich auch ein ordentliches Minus stürzen. Aber das ist nicht so schlimm. Und dann werden jetzt die Verteidigung machen. So, dazu gehört auch hier natürlich noch ein Tech 2er Masse-Extraktor hinzusetzen. Luftverteidigung darf nicht fehlen. Das gleiche werden wir dann auch hier oben machen. Ich nehme lieber die ganzen Ecken hier. Brauche lieber ein paar mehr von den Tech 2 Abwehren. Man weiß wie gesagt nie was kommt, deswegen bin ich da lieber ein bisschen besser drauf vorbereitet dann. So, ihr werdet natürlich auch mithelfen. So, die Produktion der Kanonenboote hat angefangen. So, hab ich das auch sehr gern. So, von der Energie her geht's. Ach so, ist ja schon wieder fertig. Nice. Ihr könnt ruhig mitgehen, Jungs. Okay. Hier sind aber auch jetzt nur 5 Leute da, oder? Dass ich jetzt natürlich wieder ein Masse-Minus habe, das. Ja, ist irgendwie auch leider nicht zu verhindern gewesen. Geht doch! Jetzt, wo hier auch noch Verteidigung ist, da kriegen sie auf die Reihe. Also, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal meine Verteidigung bauen. Natürlich ist währenddessen schon die Produktion voll im Gange. Allerdings ist meine Masse gleich komplett weg. Da muss ich hier vorne wieder so kleine Stützpunkte erstmal hinmachen. Das wird allerdings auch erst der Fall sein, wenn die fertig sind mit der Produktion hier und alles nicht so, wie es sein soll eigentlich. Aber okay. So, wer ist hier der Wichtige? Was bist du? So, dann kommt hier einer hin. Warum helfen die denn? Was? Irgendwer hat gerade
Hä? Warum helfen die bitte dem Luftabwehrgeschütz? Was war das denn gerade für eine Aktion hier? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Aber, ich meine, wer weiß, das Spiel weiß das bestimmt besser. Hundertprozentig. Kein Problem. Ich sehe auch, wir haben direkt von Anfang an 400er nicht Zeitlimit, Einheitenlimit. Das Wort habe ich gesucht. Denken Sie daran, Champion. Sie müssen nur die Kriegsmaschinerie in der Siedlung ausschalten. Ja. Vor Ende. Ja. Das könnte ich auch alles einnehmen hier. Oh, guck mal. Raketenwerfer. Hm, auch schön. Hier hinten Masseextraktoren. Ach so, stimmt. Was ich jetzt auch machen kann. Ich kann ja mal das Radarsystem aufrüsten auf Tech 2. Ja, dadurch, dass wir jetzt natürlich keine Masse haben, ist natürlich auch nicht so schön. Dafür wird der hier gerade aber auch aufgebaut. Dann haben wir nochmal plus 9. Das bringt uns zwar jetzt momentan bei minus 67 auch nicht viel. Ja, ich kann halt keine Tech 3 Massefabrikatoren bauen oder so. Und wäre aber auch hier nicht gerade einfach. Es ist ein sehr begrenzter Raum. Von der Energie her sollte es aber passen, wenn ich jetzt gleich zwei Schildgeneratoren nur baue. Das sollte reichen. Das ist das Wichtigste geschützt. Mein Commander wird sich auch bitte hierhin bewegen. Und dann hier bitte mithelfen. Dankeschön. Dass der hier raus ist aus dem ganzen Gebrandschel. Es nähern sich Einheiten der Cybrans. Bereiten Sie sich auf die Schlacht vor. Von wo? Vor Ende. Von wo? Fuck. Das ist zu früh. Ich meine, nach 21 Minuten sollte man eigentlich schon fertig genug sein, aber das ist zu früh. Das geht. Das kriege ich hin. Das ist nicht schlimm. Ich habe mehr Angst vor dem, was hier jetzt hier oben kommt. Und zwar, das sind die Bomber. Die schaffen es nämlich, was zu bomben. Und was? Oh, ist ja gar nichts passiert. Chillig. Sehr schön. Kann ich nur leider nicht aufrüsten. Ist so ein bisschen schade. So, der unten ist fertig. Wir sind aber immer noch im Minus. Auch aufgerüstet. Jetzt sehen wir noch, wo hier, von wo die kommen, die ganzen Einheiten hier. Okay. Dann müssen wir die jetzt hier noch hinbauen, hä? Plus natürlich Verteidigung. So wie wir es bei der letzten Mission schon gemacht hatten. Einfach weil es besser ist. Und auch sehr gut aussieht. Ist alles nicht so schön. Der Radius ist dafür nicht groß genug irgendwie. Aber Hauptsache ist irgendeine Art von Verteidigung dann. So, und das gleiche wird er dann nochmal hier oben machen. Erstmal den. Ich mache jetzt das genauso wie bei dem anderen gerade. Wenn ich so verteidigen muss, verteidige ich sie. Das ist ja nicht das Problem. Huch. Bin ich jetzt gelandet? Das war nicht das, was ich gesucht hatte. So, hier und hier. Das wird ihr letzter Tag. Ich bezweifle es ganz stark. Sonst die greifen. Die Jungs dann noch machen können. Ist das hier? Dann können meine Flugzeuge sich mal irgendwo hinsetzen, wenn es nötig ist. Okay. Wie ihr wisst, ich lasse mir immer etwas Zeit. Mit etwas meine ich viel.
Okay. Hier läuft's, wir haben immer noch keine Masse. So ein Müll. Na gut, wenn die Verteidigung fertig gebaut ist, dann sollte es mit der Masse eigentlich klappen. Dann produzieren ja alle hier mit. Hier bei der Luftwaffenfabrik. Aber was ist das? Ist gerade ein bisschen am Lenken gewesen? Ach, ich weiß auch nicht. Einfach schon mal anfangen, Jungs. Mal schauen, wie viele ausschalten können. Die Prinzessin ist beunruhigt darüber, dass die Befriedung von Nexus 04 so lange dauert, Champion. Gibt es ein Problem? Ja, vor Ende. Euch. Bam. Mal schauen, wie viele sie schaffen. Ich befürchte nämlich nicht viele. Drei wird glaube ich reichen. Oder drei bis vier, obwohl ich gerade eher sagen muss, sagen wir mal drei. Oder dreieinhalb oder sowas. Wenn das kaputt geht jetzt nochmal. Ja, okay. Aber ich glaube, das wird nicht mehr als drei, vier. Ja, obwohl, da sind jetzt gerade schon wieder welche kaputt gegangen. Ja, gerade so. Der wurde aber zum Beispiel abgeschossen, bevor er schießen konnte. Wir machen ja auch nur alle 200 Schaden. Ja, das war's doch schon mit denen. Sehr schön. Aber schon mal einige ausgeschaltet. Schöner für uns. So, die haben ja alle gut zu tun. In der Zeit fliegen wir schon mal hier rüber, hä? So, dann machen wir nämlich hier erstmal alles fertig. Sorgen wir mal ein bisschen dafür, dass hier mal ein bisschen Ordnung drin ist. Da unsere Verteidigung jetzt eigentlich schon fast komplett steht, kann ich den Angriff schon mal starten. Das passt schon so. Was macht ihr hier? Ihr macht gar nichts. Wie ich gerade gesehen habe, hier war noch Luftverteidigung. Also müssen wir erstmal das hier fertig machen gerade. Ich glaube nicht, dass sie damit durchkommen. Das ist natürlich auch was. Deswegen stand ja auch nur so dumm da rum. Jetzt verstehe ich. Das ist natürlich auch nicht so schön, dass die Zerstörer hier rumstehen haben. Das ist halt das Problem bei den Cybern, die können auf Land laufen. Also das ist das Problem für mich, sagen wir es mal so. Ah, da sind noch mehr als nur die. Das ist blöd. Das heißt, ich brauche eigentlich schon eine Marinefabrik, wenn ich mir hier angucke, wie viele Lufteinheiten die zerstören können. Sagen wir mal nur können, aber das ist schon Wahnsinn. Uiuiuiui. Wird, glaube ich, noch lustig werden. Ja, erstmal machen wir jetzt hier die Siedlung soweit fertig. Das sieht doch gut aus. Und haben wir das hier oben schon mal fertig. Nexus 04 ist nicht länger eine Bedrohung. Fahren Sie fort und erobern Sie den Knoten. Chor Ende. Die Tage, an denen Sie Symbians gejagt haben, sind vorbei. Noch nicht. Noch lange nicht. Außerdem jage ich keine Symbians mehr. Das ist der Markson gewesen. Ich bin das nicht. Jetzt brauchen wir aber davon doch mal einen. So. Kannst du mal ein Sonarsystem machen. Danach mal so ein paar Torpedowerfer. Dass ich hier wie so ein bisschen Verteidigung habe, falls da mal sowas kommen sollte. Deswegen lasse ich jetzt auch meinen Commander eine Marinefabrik machen. Joa.
die rüsten wir natürlich direkt auf. Dann geht es erstmal schneller und wir können auch noch mehr oder schneller die Angriffs-U-Boote bauen. Da wir wissen, mit denen komme ich am besten klar. Und gleich ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ah. Aber ich muss sagen, meine Verteidigung steht soweit. Das ist auch gut so. Die Prinzessin befiehlt, den Knoten so schnell wie möglich einzunehmen, Champion. Chor Ende. Nee, wisst ihr was hier? Hier ist nichts für sie zu holen, außer dem Tod. Ja, ja. Wo willst du sie hinschicken, ja? Hier oben hin? Das ist natürlich auch eine Taktik. Der hat Raketenwerfer dabei. Oh, das ist natürlich schlecht. Okay. Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Das gehört gerade mal dazu. Ist natürlich jetzt noch schlimmer. Jetzt muss ich hier nämlich dann auch Verteidigung hinbauen, dass erstens Luft- und zweitens Landverteidigung ist. Die Jungs brauchen ja auch viel zu lange im Endeffekt. Dafür sind die jetzt fertig und können dann noch hier mithelfen gerade. Von oben her muss ich mich verteidigen. Das macht es eigentlich alles viel schlimmer. Aber damit befassen wir uns beim nächsten Mal.